Herzlich willkommen zum Tower Garden, dem zweiten Teil unseres Videos. Wie ihr seht, es ist inzwischen Herbst geworden und wir haben unseren Tower Garden schon nach drin geholt. Denn das Schöne daran ist, dass wir sowohl im Sommer als auch im Winter und im Herbst und im Frühling den Tower Garden nutzen können und so 365 Tage im Jahr unsere eigenen Produkte haben. Der Tower Garden eignet sich für draußen und drin. Und wie das funktioniert, das wollen wir euch heute zeigen. Wir wollen heute unsere ersten Pflänzchen einsetzen. Wir wollen die Pumpe in Betrieb nehmen und das Lichtmodul installieren. Und dann freuen wir uns auf ganz viel Kräuter, Salat und das ein oder andere Stück Gemüse aus unserem eigenen Wohnzimmer. Lasst euch überraschen! Das Wassergefäß vom Tower Garden wird mit 55 Liter Leitungswasser gefüllt. Zum Abmessen kann man einfach eine Gießkanne benutzen, die eine Messskala hat. Anschließend muss die Nährstofflösung zugeführt werden. Es gibt zwei unterschiedliche, Nährstofflösung A und B. Einfach den Verpackungshinweis lesen. Es sind ungefähr 120 Milliliter, die man benutzt. Das sollte relativ exakt abgemessen werden. Nach dem Einfüllen mit einem Kochlöffel zum Beispiel die Nährstofflösung gut vermischen. Dadurch ändert sich in der Flüssigkeit der pH-Wert. Für die Bestimmung des pH-Wertes ist hier so ein kleines Set beigefügt. Man muss einfach eine kleine Wasserprobe unten aus dem Wassertank nehmen und fügt dann die Indikatorlösung tropfenweise hinzu. Anhand der Färbung in dem kleinen Gefäß kann man erkennen, welcher pH-Wert jetzt in der Nährstofflösung herrscht. Der pH-Wert sollte etwa zwischen 5 und 6,5 eingestellt werden. So, jetzt können die Pflanzen eingesetzt werden. Und wer das Ganze etwas beschleunigen möchte, der kann im Zweifelsfall auch Pflanzen kaufen. Darauf zu achten ist, dass die Wurzeln frei von Erde sind und danach werden sie in den Tower Garden eingesetzt. So, ich bringe jetzt die gewaschenen Pflanzen mit, nehme mir einen von den vorher ausgeschnittenen, packe die Wurzel dann rein, verschließe sie. Und danach werden sie in das Töpfchen gesetzt und von da in den Tower Garden. Voilà! Es empfiehlt sich, die langsam wachsenden Kräuter weiter nach oben zu setzen, weil sie nicht eine so starke Wurzelbildung haben. Und stärker wachsende Kräuter und Salat sollte weiter unten angepflanzt werden. Für den Betrieb drin ist ja eine Pumpe in dem Wasserbehälter drin, die über eine Zeitschaltuhr gesteuert wird. Das Intervall ist so geschaltet, dass immer 15 Minuten die Pumpe läuft und wieder 45 Minuten Pause hat. Der Tower Garden ist fertig. Wir haben alle Pflanzeinsätze bestückt, einmal mit dem Salat und den Sprossen, die wir selber gezogen haben, aber auch mit den gekauften Kräutern. Und so wie der Tower Garden jetzt hier steht, würde er normalerweise im Frühling und im Sommer draußen sein. Da wir jetzt aber schon Herbst haben und wir ihn gerne auch ganzjährig, also auch im Winter nutzen wollen, haben wir uns zusätzlich noch das Lichtset bestellt und das werden wir jetzt im nächsten Schritt zusammenbauen.
Und seid gespannt auf den nächsten Teil. Bleibt dabei!